Guys, ihr wisst Bescheid, auf der Karte mache ich den Specialist, den Nasebo. Am liebsten sogar. Und ich soke top und mid. Und ihr macht zu viert auf der Botlane und bei den Camps Schlägerei. Und zahlt die Coins ein. Wahlweise könnte ich ja auch noch einen Asmodan oder einen Gesul machen. Je nachdem, was ihr lieber habt. Aber ich finde halt, da schwanke ich auch hin und her. Gesul ist eigentlich mein Main. Aber ich habe festgestellt, dass Nasebo auf der Karte richtig overpowered ist. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber vor allem, wenn man dieses Solo-Soaken macht auf zwei Lanes. Was? Ich will jetzt so ausgedacht. Da skaliert der Nasebo extrem stark hoch. Der ist halt am Anfang nicht so schnell mit den Lanes, aber er skaliert halt ultra krass, ne, mit den zwei. Wer da auch mit abgeht, ist Gaslow übrigens. Ja, natürlich. Eda, willst du noch mal den Swirl machen? Mali noch mal Jaina. Was machen wir zuerst? Rega oder was? Würde ich fast sagen. Okay. Mama Rega first pick. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt wieder ausgelacht wurde wegen Gaslow. Nein, ist doch okay. Ich bin kein Fan von Gaslow. Muss man milde zu sagen. Es kann ja nicht jeder Fan von allem sein. Bitte? Es kann ja nicht jeder Fan von allem sein. Ich hasse zum Beispiel Funkelchen. Halt für mich zu wenig. Also für mich persönlich nicht als Leonid, aber die anderen haben halt keinen Burst-Heal. Okay, Kacke, die haben Gesul. Soll ich dann Jaina Leoric oder wie ist der Plan? Also, ich würde Thrall gerne möglichst spät. Genau, also. Ja, dann Jaina Thrall. Ja. Ganz klar. Das Problem bei Gaslow ist, du musst da kämpfen, wo die Turrets sind. Und die Turrets müssen vorher stehen. Das sind zwei sehr strenge Voraussetzungen. Wenn die nicht erfüllt sind, ist Gaslow useless. Wenn sich das Team so ein bisschen aus den Tower rausdrängen lässt oder die Tower nicht vorher stehen, komplett useless. Also ich finde, also meine Meinung zu Gaslow ist, sehe ich fast genauso. Aber der kann halt ziemlich stark sein bei Maps, wo man bestimmte Punkte halten muss. Das ist hier bei Schwarzerzbucht ein bisschen gegeben durch den Coin-Typen. Aber Höllenschreine zum Beispiel ist Gaslow stark. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass der einer der schnellsten Campmacher ist, wenn man ihn auf Robo-Goblin skillt. Oh Und das auf Gott, Schwarzherzbucht ist krass. Robo-Goblin geht ja schon mal gar nicht. Wenn dann Bombo-Kombo mit der Bombe. Ja, okay, es gibt nur einen Weg, alles klar. Nein, ich finde die andere ist auch okay. Ist ja auch absolut. Aber nicht unbedingt auf jeder Map, ist so meine Meinung dazu. Ja, ist ja auch nicht auf jeder Map, aber auf dieser Map auf jeden Fall, weil du einfach übelst schnell die Camps runterklopfst. Aber Das dann heißt, gibt's du auch. hast die ganze Zeit die Coins. Ja, aber dann gibt's andere, die das genauso schnell können. Bleiben wir so oder ändern wir irgendeinen Plan? Nö, wir bleiben so. Kann halt sein, dass der Gesul das gleiche vorhat und da Top und Mid soakt, dann
Habe ich am Anfang eventuell. Ja, hat er. Da gehe ich auch von aus. Mal gucken, welchen Healer die nehmen. Bin mal gespannt. Unser. Vielleicht machen die auch hier Hook into Gefängnis-Style, ne? Kann auch sein. Oh, was? Stimmdrohne auf Kerrigan! Mhm. Ah, wird schon. Was sind die denn hier? Silber, Gold, Silber, Gold, Silber. Und in Wirklichkeit Grandmaster in der Heldenliga. Wie wollen wir es am Anfang machen? Ja, erstmal kann, weiß ich nicht, ja, das Thrall, nach unten ist, glaube ich, wollte ich gerade sagen, Thrall nach unten. Dann gucken wir erstmal, dass die erste Kistenphase durch ist. Und dann verzieht ihr drei euch nach unten und dann seid ihr da unten zu viert. Und ich mach Top alleine. Also, das ist so der Pretty S. Nee, die könnten unten pushen. Pass auf. Ja, hier oben ist keiner unten sichtbar. Ist Ming. Vielleicht macht der Xul sich auch hier schon für die Sokerei bereit, ne? Vorsicht. Wir müssen oben. Danke. Okay, die sind alle. Unten gehen wir nicht mehr hin. Ja, die machen selbes wie wir. Gott, ist der Xul schlecht. Geht ruhig runter, geht ruhig runter. Vor der Kiste? Ich hab die doch schon. Wollte gerade sagen. Ist gut. Ich war jetzt durch den Kampf abgelehnt. Kann ich mal eben diese Day alle sichtbar. Und bitte sagt an, wenn die auf einmal nur noch zu zweit oder so da unten sind, ne? Weil sonst holen die mich hier. Aktuell sind alle hier. Ne, Xul ist mit. Ja, also. Alle, die hier sein sollten. So, Minute 2, 2 Leute, das diese Camp machen. Wir sind noch ein Damage wieder. Tun wir, ich komm klar. Nee, haben wir nicht, der Xul war nur schneller als ich. Okay. Reingezogen. Oh. Oh, Achtung, wir müssen uns auseinander. Wir sind nicht zu viel unten. Ja. Zwei bitte nach unten kommen.
Das war klar, dass ich am Anfang noch ein bisschen Probleme gegen Sul habe. Aber ich rotiere die ganze Zeit Top und Mitte und mache nur XP, sonst nichts. Sag Bescheid, dann komm ich Mitte. So, mal da. Okay, er hat sich erledigt. Naja, gegen Morales können wir da nicht reinpushen. Das ist die Pain. Auch keine Hilfe. Schaffst ihn sogar nicht im 1 gegen 1. Ich will den schaffen, wir können tauschen. Okay, Permanent ist durch, Hardcamp. Sollen wir tauschen, Timo? Nein, ich komm klar. Ich dachte, unser Thrall. Das war ein bisschen mutig. Ich meine, ist ja nichts passiert und so. Easy Cap ist wieder ab. Ich würde gerne Pain. Vorsichtig. Geh mal auf Kampf da. Die Pain jetzt. Ja, lass sie. Komm runter. Ja. Das Hardcamp ist jetzt ab. Da bleib hier, Thrall. Camps machen zusammenbleiben. Die sind jetzt auch 10. Oh, Scheiße. Die machen auch unten das Hardcamp. Sag mir Bescheid, wenn die da weniger werden. Nee, die sind lieber Hardcamp. Ja, die sind am Hardcamp. So lange mache ich nämlich hier Randale. Jetzt kommt Kerrigan nach oben. Langsam wird es schwierig mit der Doppelzockerei hier. Deswegen komme ich mal zu euch. Die haben gepaid. Die kommen jetzt entweder nach oben oder nach unten. Oder sie gehen zu dem Camp. Da sind sie. Nein!
Ihr habt 6 Dinger. Tötet Morales. Da liegen ganz viele Dinger von mir. Achtung, lieg nicht! Oh mein Gott. Wir waren doch in harter Überzahl, ich weiß gar nicht, warum alle weg sind. So, jetzt. Meine Güte. So, jetzt Pain. Wir haben genau 6. Nach oben zur Kiste. Mach mal Hardcamp oben. Nochmal Pain, wir haben genug. Alle zum Pain-Punkt kommen. Auf sie drauf, auf Kelly. Schön. Und zum Boss. Ah, warum sind wir jetzt zu dritt? So bist du. Links ab. Und ein Hardcamp oder was? Und dann nochmal Payment, oder? Ja. Oh, Ming ist hier. Wo ist er? Da. Trotzdem schon mal einzahlen. Egal, ja. Falls wir wipen, dass wir nicht hier einen Jackpot verschenken. Unser Coin Camp. Unser Easy. Jetzt haben wir genug Pain und dann Kisten. Naja, die untere Kiste jetzt schon mitnehmen. Okay. Okay, weg. Können wir nicht fighten, das ist ein weniger.
Meine Ulti ist ja noch raus, nicht? Ja, eben. Hat man die schon eine Ulti rausgehauen, oder? Art für Noobs. Ich konnte gerade nichts sagen, aber der Stitches hatte seine draußen. Geh zu dem Gate. Skillt hier Galle, eitrige Galle. Ja. Habe ich, glaube ich, keinmal gesehen. Ja doch, im 5 gegen 1 gegen mich hat er das gezündet. Na, macht Sinn. Und ich bin trotzdem rausgekommen.